Hallo und herzlich willkommen wieder bei mir in der Küche. Heute wird genudelt, aber das ist jetzt wirklich nur nebenbei. Man kann dieses Gericht auch super mit gekauften Nudeln machen, also das schon mal vorab gesagt. Aber ich habe nämlich hier die Hörnchennudel, also kleine Hörnchennudeln, und das ist ein Geschenk von der lieben Gabi aus der Schweiz. Und jetzt wollte ich das auch auf alle Fälle mal hier auch im Einsatz noch zeigen, damit du, liebe Gabi, auch siehst, ja. Dein Geschenk kommt hier super an und ich bin dir sehr dankbar. Und zwar will ich heute damit machen Mac and Cheese. Das habe ich ja schon mal gemacht. Allerdings war das ja so One-Pot-Varianten. Und da muss ich sagen, das hat mich nicht so überzeugt. Ja, es hat tatsächlich geschmeckt auch. Aber so fürs Auge, das sah immer irgendwie so total zerkocht aus und so. Und da habe ich mir gedacht, so, nee, also für Besuch würde ich das nicht machen. Also die würden denken, ach, das ist ja mal voll in die Hose gegangen hier. Ne? Also deswegen will ich jetzt heute mal eine Variante probieren, die hinterher in den Backofen kommt, dass es auch schön überbacken ist und nicht dieses One-Pot. Also das habe ich für mich jetzt wirklich auch festgelegt. One-Pot, das ist nichts für mich. Also, nee. Ja, also ich mache jetzt hier meine Nudeln und zwar aus 500 Gramm Hartweizengrieß. Deswegen messe ich das auch nicht großartig ab, weil ich vertraue da, was vielleicht ein Fehler ist, dem Hersteller, dass hier 500 Gramm drin sind. Und ich messe mir jetzt die Flüssigkeit ab und es sollen 190 Gramm Flüssigkeit werden, also ein Ei. Bei mir hat das 55 Gramm. Und jetzt mit warmem Wasser, also ich habe das auf 40 Grad erhitzt, also mein Wasserkocher kann, da kann ich die Temperatur angeben, aber ansonsten halt ein bisschen mehr als lauwarm. Und da fülle ich das jetzt hier auf 190 Gramm. Also es sollte auch auf gar keinen Fall heißer sein, weil sonst würde ja dieses Ei jetzt zu Rührei werden. Gut, es sind 191 Gramm, aber das, glaube ich, wird jetzt auch funktionieren. Also ich hoffe es, sonst lag es dann im 1 Gramm zu viel Flüssigkeit. Also grundsätzlich ist es ja beim Pasta-Maker immer, dass der ja so eine Art Dorfzicke ist und genaue Angaben möchte. Ja, oder wie gesagt, das Einhalten der genauen Angaben möchte. Ich stelle mir hier wieder mein 15-Minuten-Programm ein. Da ist jetzt nur der Hartweizen drin. Und jetzt kommt die Flüssigkeit hinzu. Und wer jetzt denkt, oh, sie fängt aber früh heute an. Nein, es ist das Wetter. Wir haben die ganze Nacht, hat es hier gegen die Sirenen, oh, die Stadt ist abgesoffen. War aber auch so angesagt, aber man glaubt es ja dann doch immer nicht so. Ja, und es soll den ganzen Tag hier weiter regnen, bis morgen früh noch. Deswegen, ja, so ein Wetter. Und nun geht es los. 12 Minuten noch. Also 3 Minuten Knetprogramm und jetzt wirft er aus. Und das sieht ja wirklich von Anfang an gut aus. Also sonst habe ich ja öfter mal, dass ich die erste Ladung, ich habe hier so eine kleine dumme Fruchtfliege drin, dass ich die dann nochmal reinschmeiße. Aber das funktioniert ja wirklich super. Also nochmal, vielen Dank, liebe Gabi. Perfekt. Und das kann ich auch wirklich hier jedem Nudler nur empfehlen, so einen scharfen Spachtel, der ist tatsächlich auch für den Gastrobereich, habe ich in der Metro gekauft und mit dem geht es wirklich so super. Der hat auch eine breite Fläche, dass er die gesamte Matrize hier abdeckt. Und ich kann sagen, mit dem 15-Minuten-Programm, also 3 Minuten kneten und 12 Minuten auswerfen, hat es super gepasst. Die sind auch nicht so weich, also die behalten schon ihre Form hier auch, also Glück. Natürlich die zum Schluss rauskommen, dann ist es dann schon immer sehr warm, da werden die immer heller. Aber das tut nichts zur Sache, was den Geschmack angeht. Ja, also der Pasta-Maker hat für heute seine Schuldigkeit getan und die Nudeln werde ich jetzt sofort gleich kochen. Bei mir sprudelt das Wasser und jetzt kommen die Nudeln hinzu. Und eine Minute hat er jetzt wirklich super gereicht. Ich gieße sie sofort ab und spüle sie auch direkt halb ab.
damit die jetzt nicht so aneinander kleben. Und man kann richtig sehen, dass die auch nicht jetzt aneinander pappen. Die sind nicht total verkocht, also wirklich nur eine Minute. Und was bei mir jetzt noch ein bisschen dauert, bis es weitergeht, gebe ich hier wirklich nur so, ja, vielleicht insgesamt ein Esslöffel Olivenöl drüber. Rühre mir das gut durch und jetzt kann ich das stehen lassen, bis die hier zum Einsatz kommen. Aber wie gesagt, ich bin ganz, also total begeistert, wie die sich auch wirklich so getrennt haben. Also da könnte man jetzt auch einen super Nudelsalat draus machen. Das würde auch total gut klappen. Ja, aber es geht dann gleich weiter mit dem Mac and Cheese. Und nun wieder zurück hier. Es ist ein bisschen später. Draußen sieht es immer noch aus, als wenn die Welt untergehen wollte. Und es tut es auch. Also zumindest bei mir hin in der Stadt. Wir haben jetzt mittlerweile die Bitte der Polizei, nicht mehr das Haus zu verlassen, weil draußen Autos wohl weggeschwemmt werden. Also die Schleusen sind weiter geöffnet, es regnet und regnet und es tut mir unglaublich leid für die Leute, die jetzt wirklich hier die Keller voll haben oder womöglich die Wohnung. Kann ich mich nicht daran erinnern, dass wir das schon mal hatten hier. Ne? Also wir haben es hier sehr hügelig und die halt unten wohnen, die kriegen den ganzen Mist heute ab. Und zwar habe ich hier schon vorbereitet, das waren 300 Gramm Cheddar, das war so ein Block, und 150 Gramm Emmentaler, das habe ich jetzt schon zerkleinert und habe das hier vermischt und das kommt nämlich gleich in Etappen dazu. Und ich habe hier 90 Gramm Butter und die wird jetzt für 2 Minuten auf 60 Grad und auf Stufe 2 wird die Butter jetzt erwärmt, dass die flüssig wird. Und ich habe mir auch schon mal vorbereitet 50 Gramm Mehl, ja, weil mein Thermomix ja nicht ordentlich misst, deswegen war das dann schon nötig. Und ich sage nur so viel, heute ist der Neue gekommen. Ja, ich werde den erstmal heute Nachmittag in Ruhe auspacken. Und ich kann ja ihn ja jetzt nicht spülen, wir sollen ja kein Abwasser verursachen, deswegen wird er erstmal nochmal angeguckt heute. Also die 2 Minuten sind rum. Jetzt kommen hier noch die 50 Gramm Mehl hinzu und aufpassen, dass man es nicht auf das Messer gibt, weil man kann sich das nicht verrühren. Und das wird jetzt nochmal für 2 Minuten auf 90 Grad und auf Stufe 3 gut verrührt. Dadurch sollen sich jetzt diese Mehlschwitzeklumpen bilden, die gleich abgelöscht werden, und zwar mit 700 Milliliter Milch. Ich habe hier Hafermilch genommen, weil ich mittlerweile eigentlich alles ersetze. Außer bei Pudding habe ich das noch nicht probiert. Also das probiere ich das nächste Mal einfach mal. Ich finde da wirklich, die schmeckt so gut, gerade im Kaffee. Ja. Und wovon ich auch total überzeugt bin, also nur meine Empfehlung, ich mache da keine Werbung für, diese Hafercuisine zum Kochen. Also hat auch viel weniger Fett als richtige Sahne. Und da kommt jetzt nochmal 200 Milliliter zu. Also hat viel weniger Fett als Sahne, sag ich. Während hier natürlich Butter, der ganze Käse, das kriegen wir nicht als Diätgericht heute hin. Also so wie nie. Also 700 Milliliter Milch und 200 Milliliter Kochsahne. Und die Milch salze und pfeffere ich schon mal. Ich hatte gedacht, das würde wie bei einer Mehlschwitze so klumpig werden. Ist es jetzt aber gar nicht. Deswegen, so, jetzt hier die Milch und die Sahne hinzu. Aber das Mehl brauchen wir halt einfach, dass die Soße ein bisschen dicker wird. Und dann natürlich hinterher auch der Käse da reinkommt. Das drehe ich jetzt erstmal nur kurz bis auf 8 hoch, damit sich das gut vermengt. Also das waren jetzt 8 Sekunden auf 8. Und jetzt wird das erhitzt und zwar für 5 Minuten auf 90 Grad und auf Stufe 3. Und ich habe ja insgesamt hier 450 Gramm Käse. Und da das in 2 Etappen, also wie gesagt, in 3 Etappen brauchen wir das, aber hier in die Soße kommen 2 Etappen. Und deswegen messe ich mir jetzt schon mal, oder wiege ich mir, 150 Gramm des Käses ab. Das hat jetzt bei mir 85 Grad erreicht. Also es kommen jetzt die ersten
150 Gramm des Käses hinzu. Und das wird für 3 Minuten auf 90 Grad wieder und auf Stufe 3 soll sich der Käse jetzt schon mal auflösen. Und ich wiege mir hier nochmal die 150 Gramm der Mischung ab, dann habe ich das gleich schon parat. Also man kann sehen, der Käse hat sich schon richtig gut aufgelöst. Und da kommen jetzt nochmal 150 Gramm rein. Das wird jetzt nochmal 3 Minuten auf 90 Grad auf Stufe 3, dass jetzt auch der Käse sich noch auflöst. Und ich habe hier meine Nudeln schon und die Soße wird jetzt gleich hier vermischt. Also, aber ich bin wirklich total überzeugt von diesen Nudeln. Die sind überhaupt nicht angeklebt. Durch Rühren werden die wirklich, ja, super, gehen die sofort auseinander. Also nicht, dass man hier so einen Klumpen hat. Und da muss ich jetzt diesmal sagen, das ist nicht eine Matrize von der Nu, von der ich ja überzeugt bin. Aber nee, das ist eine Originalmatrize von Philips und ja, ich bin davon wirklich begeistert heute. Also die Soße, puh, ich finde, das ist aber schon eine ordentliche Menge. Also da muss ich zu sagen, dass ich dieses Rezept im Internet gefunden habe und habe das jetzt aber umgewandelt, also thermomixiert und halt auch, dass ich jetzt die andere Milch und andere Sahne genommen habe, aber von den Mengen habe ich das gleich genommen. Also ja, das ist schon eine ordentliche Menge. Und in den Thermomix kommt jetzt nochmal 70 Gramm Butter, dann 50 Gramm Parmesan und 2 Teelöffel Paprika edelsüß. Und das vermenge ich jetzt für 20 Sekunden und auf Stufe 4. Und jetzt geht es hier an Schichten. Ungefähr die Hälfte der Nudeln in der Käsesoße gebe ich jetzt schon mal hier in die Auflaufform. Dann nochmal die Hälfte der Hälfte des Käses, also ungefähr 75 Gramm. Ja, und jetzt noch die zweite Hälfte der Nudeln. Und das ist schon eine ordentliche Menge. Also natürlich ist das eine Kalorienbombe. Das will ich gar nicht hier schön reden. Und jetzt nochmal die restlichen ungefähr 75 Gramm des Käses. Und als wenn es nicht alles schlimm genug wäre, oben jetzt noch als Topping die Butter mit dem Parmesan und dem Paprika. Und während man im Hintergrund schon wieder die Sirenen hört, ja, bin ich jetzt hier fertig. Und der Backofen wird auf 180 Grad Umluft vorgeheizt und dann kommt es für eine halbe Stunde jetzt in den Backofen. Dann wird nochmal der Käse richtig zerlaufen. Ja, wie gesagt, das ist schon eine ordentliche Kalorienbombe. Naja, isst man ja nicht immer. Man muss sich schön reden. Also die halbe Stunde ist rum und ja, das wird jetzt natürlich wieder ein bisschen schwierig, das ordentlich auf den Teller zu bekommen. Und jetzt geht es aber noch an die Geschmacksprobe. Wobei, das kann einfach nur total lecker sein. Und jetzt gerade aus dem Backofen auch mörderheiß. Mmh. Aber das ist wirklich einfach grandios. Überhaupt kein Vergleich zu diesen anderen Mac and Cheese, die ich schon probiert habe als One Pot. Die Nudeln sind super und auch nicht so verkocht. Also, ja, da muss ich sagen, das ist das Rezept, was ich absolut empfehlen kann, wenn es um Mac and Cheese geht. Und natürlich wird es nicht hier so oft geben, weil, ja, wie gesagt, es ist sicherlich kein gesundes Essen. Ich bin jetzt niemand, der nur gesund isst, aber sowas gibt es bei mir dann wirklich nur sehr selten. Aber der Geschmack, der überzeugt schon. Also richtig schön käsig auch. Total perfekt. Ich bin sehr, sehr glücklich mit meinem Mac and Cheese und ich glaube, da kann man auch nicht so viel von essen. Also das ist schon wirklich richtig ergiebig und ja, für 4 bis 6 Leute, glaube ich, kann man das schon rechnen. Also ich werde das jetzt genießen, kann es euch aufschreiben, ja, und sage dann bis zum nächsten Mal, dann hoffentlich mit besserem Wetter. Also ich habe meinen Ort gerade im Fernsehen gesehen und muss sagen,
rührt mich schon sehr schwer an. Alles Gute euch und bis zum nächsten Mal. Tschüss.